Schocker der Woche, Model hingerichtet, TikTok-Star leblos aufgefunden, Frau tot durch Fleischwolf von News. Die Redakteurin Sarah Baumann, ein Model wird in den USA regelrecht hingerichtet. Ein TikTok-Star nimmt sich nach einem Abschiedsbus das Leben und in Russland wird eine Frau durch einen Fleischwolf. Das waren die Schocker-News der Woche. Nachrichten sind nicht immer erheiternd und lustig. Oft genug erreichen uns Meldungen, die sprachlos machen und schockieren. Auch in dieser Woche mussten wir eine ganze Reihe erschütternder Nachrichten. Das waren die Schocker der Woche. Rebecca Landstuhl ist tot, Model mit mehreren Schüssen hingerichtet. Diese Meldung machte viele Fans sprachlos. Mit mehreren Schusswunden wurde Model Rebecca Landstuhl leblos bei Straßenarbeiten im Westen des US-Bundesstaates Pennsylvania gefunden. Für die ehemalige Teilnehmerin des Miss Manhattan-Wettbewerbs kam jede Hilfe. Sie war bereits tot. Berichten zufolge wies ihr Körper Schusswunden an Kopf, Hals und Brust sowie an. Offenbar wurde das Model regelrecht hingerichtet. Landstuhl wurden nur 47. Die ganze unglaubliche Geschichte lesen Sie hier. Dazalia Quintneus ist tot. TikTok-Star nimmt sich nach Abschiedsbus das Leben. Mit erst 18 Jahren hatte TikTok-Star Dazalia Quintneus ihr ganzes Leben. Als gefeierter Social-Media-Star hatte es die junge Frau bereits weit gebracht. Doch auch ihr Erfolg konnte die, wie sie ihre Fans liebevoll nannten, nicht von ihrem Vorhaben, ihr Leben zu beenden, ab. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, nahm sich der Internetstar nach einem bedrückenden Abschiedsposter. Die ganze unglaubliche Geschichte lesen Sie hier. Tod am Arbeitsplatz, Frau in Fleischwolf gezogen. Wie jeden Tag ging eine Frau aus Russland zur Arbeit, um ihre Arbeit in einer russischen Fleischfabrik nach. Doch dann geschah plötzlich das Unfassbare. Die Frau wird während plötzlich in einen Fleischwolf. Ihre Hand hatte sich zuvor in der Maschine festgeklemmt. Für die Frau gab es keine sie war sofort tot. Die Behörden haben Ermittlungen gegen den Arbeitgeber der Frau ein. Die ganze unglaubliche Geschichte lesen Sie hier. Folgen Sie news.de schon bei Facebook und YouTube. Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion. Bei fknews.de.